Hallo, in diesem Video zeige ich euch den Bau der Aufsteller sowie das Nähen des Beutels für mein Spiel Gravy Cup. Die Aufsteller habe ich aus Kunststoffwinkelprofilen sowie Schlossschrauben und Kabelbindern gebaut. Auf ihnen haben drei Spielsteine hintereinander sowie fünf Spielsteine nebeneinander Platz. Ich habe zwei unterschiedliche Winkelprofile verwendet. Für einen Aufsteller schneide ich Stücke von je 18 cm ab. Das große Profil hat die Maße 20 x 10 mm, das kleine Profil 10 x 10 mm. Das kleine Profil wird unter das große Profil gelegt. Da mir die vordere Kante zu hoch war, habe ich sie auf 7 mm abgeschliffen. Die äußeren Ecken habe ich abgerundet. Als Füße verwende ich 5x30er Schlossschrauben und zum Befestigen 2,5er Kabelbinder. Ich halte eine Schlossschraube an die Kante und zeichne mir die Position für die Bohrungen an. Die Bohrungen müssen etwas länglich werden, damit die Kabelbinder hineinpassen. Den Kabelbinder stecke ich von innen in das innere Loch und von unten dann durch das äußere Loch wieder nach oben. So hält er nicht nur alles zusammen, sondern verhindert auch das Herausrutschen der Spielsteine. Von diesen Haltern benötigt man drei Stück. Man kann das Spiel sicherlich auch zu zweit spielen, aber für vier Spieler sind definitiv zu wenig Elemente vorhanden. Dann müsste man Gravitrax Zusatzpakete kaufen und die Zahl der Spielsteine erhöhen. Für den Beutel wird ein Stück Stoff 50 x 20 cm benötigt. Ich verwende gerne Bühnenmolton, da dieses sehr dick und schwarz ist. Zuerst wird es der Länge nach gefaltet und an der Öffnung rechts und links ein Streifen von 2x10 cm markiert. Diese beiden Streifen werden mit einem Schwung nach außen abgeschnitten. Anschließend werden die oberen Kanten umgeschlagen und vernäht. Zuletzt werden die beiden Seiten des Beutels zugenäht. Jetzt nur noch die Fäden abschneiden, den Beutel wenden und hinein mit den Spielsteinen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum 28. Februar 2018 läuft ein Gewinnspiel, wo ihr drei Aufsteller und einen Beutel gewinnen könnt. Näheres findet ihr in diesem Video.
Wenn ihr Interesse an weiteren Dingen habt, ich mache viel mit Polymorph, werde einige Lifehacks noch veröffentlichen und jetzt im Frühjahr beginne ich mit Wasserbomben. Knoten von Wasserbomben, Befüllen von Wasserbomben, dazu habe ich einige Ideen und Versuche gemacht. Ich habe Produkte gekauft, die ich euch vorstellen möchte und wenn euch das interessiert, würde ich vorschlagen, ihr abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns sicherlich in einem meiner nächsten Videos.